Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch! Mit den anderen, grüß euch! Grüß euch! So, Tag 44, Nacken reparieren. Was gibt's? Ja, die Tibra hat gelesen, es kommt im Juni noch. Juni, glaube ich, kommt ja. Die Alpha 16. Ja. Und da liegt überall was rum. Wir sind jetzt in Folge 88, oder? Deshalb haben wir beschlossen, dass wir die nächsten Folgen schwerpunktmäßig verwenden werden, um uns die Map anzuschauen, weil das war ja der eigentliche Grund, warum wir Navids gar nicht noch einmal gestartet haben seit langem. Ja. Jesus. Ach, da vorne ist eine Griecherin drin. Ja, geh doch. In der Nacht haben sie sich wieder eingebaut. Die Dose nehmen wir mit. Die ist gar nicht so schlecht. Hm. Aber wie viele schon wieder teuerin sind. Ja. Ja, es bestätigt, das Gelände ist zu groß. Beim nächste Staffel wird wieder kleiner gebaut. Ja, unbedingt. So, ja, was haben wir vor? Wir werden das Kunst dann anlegen und enden. Ja, überall liegt was herum. Bist du da? Gleich. Ich leg da noch was rein in die Kiste. Ich brauche keine Sandwiches und keine Munition. Ich habe nämlich meine Shotgun nicht dabei. So. Eher nördlich, eher südlich. Oh, wie wär's mal mit Südosten? Passt. Ja, und in Alpha 16 bauen wir halt wieder kleiner. Hm? Ja, genau. Ja, wir werden schauen, dass wir die interessantesten Sachen, die es in Arbeitsgarne gibt, die es ja nur in Arbeitsgarne gibt und in einer irgendwie prozedural erstellten halt nicht, dass wir die nur entdecken. Mhm. Also Stadium auf alle Fälle. Dann ja, genau. Diese Indianerbauten wären auch interessant. Ja. Sagt, da müsste doch nicht wo eine Straße sein. Warte mal, ich schau mal kurz auf der Map. Achso, das wäre im verbrannten Gebiet und dann östlich gewesen. Okay, dann machen wir sie da jetzt Richtung Süden auf. Okay. Dass wir auf die Straße kommen. Mhm. Uns auf alles geändert. Dann vielleicht sammeln am Weg. Mhm. Ja, ein paar Ressourcen haben wir mit. Vielleicht übernachten wir ja irgendwo anders. Vielleicht findet man einen Friedhof, ein Mausoleum, keine Ahnung. Wie kommst du für übernachten auf Friedhof und Mausoleum? Ich habe das gesehen bei einem anderen YouTuber. Das war irgendwie sehr interessant. Und das hat aber gut funktioniert bei ihm. Ja, ich glaube, solange man sich ruhig verhält, kann man ja in einem geschlossenen Gebäude relativ gut überleben. Fackel haben wir vergessen, siehst du. Ja, haben wir. Also Zeltlager. Okay, schauen wir kurz rein, oder? Bist schon ein Stück weiter. Laufen wir weiter. Wir können gerne reinschauen. Ich hopple dir nur hinterher. Ah ja, da ist ein Zeltlager. Mit jeder Menge Ich rausch durch das Zeltlager. Oh, da kommt schon wieder von hinten jemand. So.
Ich sehe niemanden mehr, ich bin aber so, Antibiotika mal vergessen, komm ich habe zwei mit. Hotel. Sag mal, was ist eigentlich mit meinem? Oh, bitte, wer? Ich höre rundherum jemanden und sehe aber niemanden. Oh, schreck mich. Wo bist du? Ah ja, ich sehe schon, wie sie hinter dir her sind. Ich weiß jetzt. Ah, da sind sie ja. Okay. Es sind ja doch ein paar, was ich gleich zukommen. Viel zu nah ran. Bin schon wieder viel zu nah ran. Gut, das ist der, den habe ich schon gelootet. So. Ah ja, du bist da oben, okay. Hinter mir ein paar her. Ja, genau. Immer. Ja, da hat dieser. So, daneben. Das dürften es jetzt gewesen sein. Ja, mal schauen. Und dann haben sie nicht mal was. Das sind wir ja schon gewohnt. So, das Auto ist leer, aber ich werde da was rein. Ich nehme ein bisschen. Keine Ahnung. Popcorn hätte ich jetzt gesagt. Diese weißen Wattebällchen. Ah, Baumwolle. Baumwolle, genau. Nehme ich mal mit für Bandagen. Mhm. Die habe ich dann, glaube ich, auch vergessen. Wobei. Irgendwie. Höre ich da noch wo jemanden? Ja, jetzt kriege ich grünes Pistolenchassis. Na dann. So, na komm schon. Ich werde aber wirklich sehr vieles da ins, einfach ins Auto reingehen. Ich habe Honig bekommen. Sehr schön. Ja. Plätzchen andersrum. Sie haben nämlich mit der her, lasse ich Auto, das leere Glas, lasse ich Auto. So. Die du hast das große Zelt, hast du schon? Ja. Das ist da was scrappen. Okay. Sehr schön. Oh. Das lasse ich auf jeden Fall da. Das stinkt für sich hin. Federn behalte ich. Das lasse ich da. Honig werde ich behalten, oder? Ja. Kannst mir reinlegen, wenn du Antibiotikum hast. Ja, dann lege ich da den Honig rein. Bottled Water, ich lasse es da. Ah, ich habe ja doch zwei Heilbandagen. Ich gebe da eine. Ich hab. Ah, so. Okay. Eine habe. Okay, ist schon frei für dich. So. Okay, empty. Warte mal, da war etwas. Auch empty, ist okay.
Gut, dann ab nach Süden. Ja. Ah ja, das verbrannte Gebiet. Lauf, 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 lauf. So viele tote Bäume. Machen wir das Haus gleich, oder? Nicht, du, wir können nicht alles machen. Das stimmt eigentlich, ja. Geht sich nicht aus. Da können wir dann später an einem Retour kommen. Jetzt würden wir den Weg da Richtung Süden, Südwesten laufen. Da müssten wir dann unten auf der Straße kommen. Okay. Ich bin ja ein ewiger Sammler. Ich würde alles abbauen, alles verwerten. Das ist wirklich alles. Ja, immer. Genau, da ist die Straße. So, da könnten wir jetzt da raufschauen auf den Hügel. Das müsste ungefähr sein, wo sich dieses Armeelager früher befunden hat. Okay. Mal schauen, ob das da existiert. Jawohl, da ist es. Na, das könnten wir gleich und mal ein Hirsch. So. Wenn wir am Mehllager aufpassen, da gibt es Tretminen, zumindest war das früher so. Ah, ja, ja, das stimmt schon. So, schleich, 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 schleich. Ah ja, dort sehe ich einen. Okay, Sack. Das war der Hirsch, oder wäre er gewesen? Achtung, dann rechts neben dem Eingang liegt eine. Ah ja, genau, versteh's. Versteh's. Versteh's, ja. Ich versteh viel. Ich bin gejagt. Okay. Bin auch hunted. Ah ja, da ist er noch. Okay, ich bin wieder am Hot, das war ein Zombie. Der 6. Ich höre da ganz schön viel. Okay, ich bin gejagt. Momentan niemanden. Vielleicht ist im Zelt einer drin. In den Zelten, ja, es kann durchaus sein. Ich hasse das. Wo bist du? Norden. Da wo wir reingekommen sind. Zack, der nächste Brennende ist weg. Okay. Ach, da ist ein Griechen, das ist so schick. So viel aus. Ja. Aber jetzt hat es ihn. Oh. Ich habe einiges bekommen, die haben was. Mhm. Okay, das sind überall Tretminen außerhalb. Mhm. Das ist eher uninteressant. Und eine Leiche.
Willst du Holz fällen? Ja, da ist uns im Weg gestanden, ist ja egal. Weg ist weg. So. Weg damit. Es wird da. So. Es wird gleich gescrapped. So, da leer. Gut. Okay, da liegt der Leiche. Und dann ist es relativ ruhig da eigentlich. Oh, okay. Scheiße, ich hab Fleisch aufgenommen, das lege ich gleich wieder raus. Jupp. Ungekochtes Fleisch. Rohes. Was hast du zu bieten? Ja, auch irgendwelche Teile. Oh, das ist schwer. Munition, ey. Immer gut? Jupp. Da warst du schon dran. Da noch nicht. Glas. Glas. Okay. Blutbeutel wieder. Okay. Das Scrappen. So. Besser. So. Eine Tasche. Leere Konservendose. Ja, du das Scrappen. Macht ja nichts. Ja, und wo tun wir das Ganze hin? Schauen wir mal, ist da was drin? Nee, da ist nichts drin in dem Campfire. Wildbreteintopf. Und eine Tasche. Rucksack. Jawohl, grüner Stock für Schrotflinte. Und eine grüne Taschenlampe. Die nehme ich mit. Verbände, die können wir stecken, die nehmen wir auf alle Fälle mit. So, warst du da im großen Zelt schon? Ja. Die Leiche alles ausgesackt? Na, alles ausgesackt habe ich nicht. Ich habe nur das genommen. Wenn man denkt, das macht Sinn. Ich zerlege immer die Sessel. Da ist nur Fleisch drin, roh ist das, lassen wir. Ja, in der einen Box, gell? Mhm. Ja, und wenn man die Baumstämme da wegnimmt, dann kann es natürlich sein, dass man eine Militärkiste findet. Okay. Mal schnell schauen. Feuerwehr-Axt habe ich mir auch keine mitgenommen. So, da ist es. Das wird gescrapt. Dann. Oh, das kenne ich. Das wird gescrapt. Das wird gescrapt. Bitte, ein bisschen Platz ist ja wieder. Alles auch. Jawohl, da ist sie. Hast was gefunden? Ein Militär. Sehr schön. Was ist, wenn man so ein. Okay, dreimal Rakete für die Panzerfaust. Also da haben wir schnell reinhacken, wobei ich nicht glaube, dass wir noch eine zweite Kiste finden werden. Bedroll. Ah, das ist so ein Eintopf. Na, den esse ich einfach. Wildbreteintopf, oder? Nur bin ich es. Ah, na, hat Erz gefuttert. Passt.
Gut. Ja, wie ich mir es gedacht habe, in der zweiten findet man nichts. Okay. Zerlegen. Dann bauen wir schon eine neue Steinaxt. Ja, ich finde auch nichts mehr. Ja. Das können wir sich sparen. Gut, und dann können wir das da eigentlich auch schon wieder verlassen. Okay. Ups, das so. So, wo ist er? Wo ist er? Da drüben ist er, der Bier. Der Anduin. Wer? Hm? Der Anduin. Also. So, ich kämpfe mich schon durchs Minenfeld. Okay. Aber man sieht sie ja schon. Ja. Wumm. Schnell laufen ist halt dann ein Problem. So, dann runter zur Straße. Ah, da. Dann laufen wir die Straße jetzt entlang Richtung Osten, wenn uns da nicht allzu viel verändert. Ich laufe noch nicht. Hast du den Baumstumpf da begutachtet? Das ist nicht mitten im Minenfeld. Nein. Aber nicht. Gut. Ja, hat eh nichts. Was ist? Ein bisschen Kohle werde ich da gleich abbauen, während wir auf die Tibra warten, weil das werden wir für Fackeln brauchen, wenn wir irgendwie übernachten wollen. Brauchen wir da jetzt eine Tello? Ja, Kohle müsste da noch immer gehen, oder nicht? Ich bin mir eben nicht sicher. Tello, also aus Fett und Baumwolle, soweit ich im Kopf habe. Okay. Wir machen jetzt. Wir können ja ein paar Leichen. Dann können wir es noch immer als Brennmaterial für Lagerfeuer verwenden. Damit uns nicht huschig wird. So. Ah, dort drüben kommt der Brennende. Gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Jupp. Ich komm schon. Ah, ein Auto, sehr cool. Ich brauche Batterien. So, was hat das Auto? Fürs Minibike. Ja, genau. Ja, weil ich glaube, das ist eine eigene Session, Autos zu erleben. Relativ viele Hirschen sind da. Ja, die Brammen, die nehmen wir mit. Jo, ich bin voll. Ja, ja. Ach, du, da ist ein Händler. Können wir gleich was verhökern, oder? Der ist neu. Und wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ja, sind wir auch, aber ich glaube, wir werden sie da noch schnell in Sicherheit begeben. Okay. Wo ist der Eingang? Das ist kein Händler. Ah, das ist ein Trailerpark. Trailerpark. Ja, cool. Ja, war deine Ansage. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut's wieder rein bei Tibra und Anduin, die von Zombies gejagt werden, in 7 Days to Die. Und bis dahin, happy gaming und ciao, ciao. Ciao.